So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und heute ist glaube ich der krankeste Shop, den wir jemals hatten in Fortnite. Also ohne Quatsch, wenn ihr die Skins gleich seht, es ist einfach zu krank. Die sind so geil gemacht, die Skins. Also, aber kurz in eigener Sache, nochmal Dank an alle, die mich so heftig supporten. Ich kann da immer wieder nur Danke sagen. Deshalb versuchen wir die Skin-Verlosungen natürlich immer noch weiterzumachen, nur als kleines Dankeschön von mir. Ich habe schon was anderes mir überlegt, weil mit den Siegen, das wird einfach so schwer auf dem PC. Aber ich denke mal, der Skin Contest an sich ist auch eine nette Abwechslung. Vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr Dead Run oder mal gucken, uns fällt bestimmt einiges noch ein. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und bevor wir jetzt in den Shop reingehen, eine kurze Bitte an euch. Ihr seht es jetzt. Tragt gerne meinen Creator Code ein, YT-FamilyHack, weil ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, Achtung, haltet euch fest. Wir gehen rein. Oha. Oha. Wo fangen wir an? Wir fangen erst hinten an. Aber da gibt es nicht viel Neues. Die ganzen Deadpool-Geschichten sind immer noch am Start. Aber, war ein kleiner Scherz, wir fangen vorne an. Wir fangen direkt beim Highlight an. Also ohne Quatsch, wenn ihr euch den Skin anguckt, sieht einfach zu krass aus. Also mir gefällt der richtig gut. Und ihr seht schon, auch der hat zwei verschiedene Arten. Tatsächlich. Der hat eine angebrannte Variante und, lol, das habe ich jetzt erst gesehen, das habe ich eben noch gar nicht gesehen, wo ich selber geguckt habe. Einmal hier die normale Variante. Das sieht schon nice aus. Und dann noch die angekokelte Variante. Ah ja. Zu wild. Sind wir hier bei Terminator? So sieht der mal richtig geil aus. Hurra. Ja, Stil T3500. Terminator. Das war an der Stelle komplett. So, dann haben wir aber noch mit dem Paket. Also das Paket kostet 2500 V-Bucks. Ich weiß, es sind schon wieder 25 Euro, aber das Paket ist einfach krank. Dann genauso hier das Rückenaccessoire, in Anführungszeichen, was aber eigentlich mehr eine Tätowierung schon ist. Warte mal, bewegt die sich mit? Oh, ich hasse das immer so zu gucken. Nee, ist keine Tätowierung in dem Sinne, sondern halt wirklich einfach hinten auf seinem Rücken produziert. Aber sieht trotzdem nice aus. Nee, da ändert sich nichts mehr, weil hier muss man zurzeit echt aufpassen. Dann, Achtung. Wenn ihr euch diesen Stil anguckt, der reagiert. Auf was reagiert der? Auf Schaden. Den gibt es einmal in der Variante. Alter, hatten wir schon mal so einen kranken Skin. Also ohne Quatsch, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so einen kranken Skin haben. Er ist zwar verrückt, um Gottes Willen, aber richtig nice. Also ihr merkt schon, so reagiere ich eigentlich nie. Dann haben wir hier noch das Rückenaccessoire. Das gibt es auch nochmal in drei verschiedenen Varianten. Lol. Aber wo habe ich das denn eben nochmal gesehen? Habe ich das bei dem Skin alleine gesehen? Ja, doch. Lest da rechts, reaktives Outfit reagiert auf Schaden. Wie das genau dann in-game aussieht, müssen wir dann einfach mal gucken, weil es sind ja immer noch zwei Stile. Also der reagiert auf Schaden und der reagiert auch auf Schaden. Das Problem ist, das Ganze können wir nicht nachgucken. Aber ich denke mal, da wird auch was Nice sein. Wie das Ganze dann ist, wie gesagt, können wir leider nicht sehen. Aber halt hier auch noch die drei verschiedenen Rückenaccessoires. Ja, der ist schon nice, der Skin. Definitiv. Also ich will noch nicht wissen, wie viele morgen damit rumlaufen. Dann, was haben wir noch hier drin? Hier sind nämlich ganz seltsame Dinge. Dann haben wir noch die Diamanten-Pickaxe drin. Ah, die sieht nice aus, aber vom Ton her. Vom Ton her 0815. Schade. Ich bin echt überlegen, ey. Dann haben wir noch diese geile Tarnung. Die ist sogar animiert, aber man sieht natürlich die Animation nicht. Aber doch, ja, es ist eine leichte Animation drin, aber nicht so heftig, sag ich jetzt mal.
ist okay, aber ja. Eieiei. Ist es trotzdem eine schöne Tarnung. Also jetzt mal ohne Quatsch. Diesmal dürft ihr wirklich mal in die Kommentare reinschreiben, wie findet ihr das Paket? Generell. Also hier einmal nochmal der Headbanger. Den haben wir noch gar nicht angeguckt. Aber bei dem Headbanger muss ich ganz ehrlich sagen, warum ist da kein Ton? Oder aber wegen Copyright habe ich keinen Ton. Also es kann sein, dass ihr Ton habt, aber aus Copyright-Gründen habe ich wahrscheinlich keinen. Ihr wisst ja, YouTube macht ein bisschen Faxen. So, dann haben wir hier in dem Paket für 1100 V-Bucks einmal die Pickaxe, die Lackierung und halt Headbanger. Ich höre mir das Ganze nochmal an. Ich werde dazu schon noch was sagen im Stream, keine Panik. Dann haben wir halt hier das Paket für 2500 V-Bucks. Im Prinzip, in meinen Augen, sind das hier zwei Skins. Und das sind für mich auch zwei verschiedene Skins. Auch wenn die natürlich nur eine Stilart ist. Aber für 2500 V-Bucks, sage ich ganz ehrlich, muss man sich eigentlich kaufen. Rein theoretisch, ja. Und ihr wisst ja, benutzt meinen Creator-Code bitte YT-FamilyDeck. Ich kann da wirklich immer nur wieder Danke sagen. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Was haben wir sonst noch drin? Es kann eigentlich schon nichts mehr getoppt werden. Weil das ist einfach zu heftig. Dann haben wir hier einmal Schädeline mit dem passenden Rückenaccessoire. Noch ein paar Missionen dabei. Was hat die denn nochmal für Stile? Ach ja, die hat die helle Variante. Ja, aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, im Gegensatz zu Travis Scott natürlich gar nichts. Null. Schlecht. Dann haben wir einmal den Schneid. Grüße gehen da wieder raus an den Zahnball. Danke, danke, danke. Und dann auf großem Fuße. Bäm, 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 bäm. Also Meistertanz. Din, 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 din. Dann haben wir durch die Decke. Dann haben wir Hüftpfeffer. Und wir haben den Schalenschläger wieder mit drin. So, was haben wir immer noch drin? Richtig, die ganzen Deadpool-Geschichten. Wir gehen jetzt nur mal schnell die Pakete durch. Hierzu habe ich jetzt schon oft genug was gesagt. Kann man sich holen, wenn man den Kleider haben will und die Pickaxe, aber da sage ich ganz ehrlich, ist reine Geschmackssache. Dann, was haben wir noch im Paket drin? Richtig, die drei Skins. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Paket ja jetzt ein paar Tage schon. Hauptsächlich spiele ich eigentlich nur den Skin. Den ab und an mal. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, besser nicht kaufen. Rein vom Bauchgefühl. Wenn ich es jetzt rückgängig machen könnte, ich würde es machen. Also das ganze Paket kostet ja 3000 V-Bucks. 4,5 ist einfach Anzeigefehler, weil halt jedes Paket 1,5 kostet. Aber ihr könnt das für 3 kaufen, wenn ihr es noch nicht gekauft habt. Aber da sage ich wirklich, ich hoffe, ihr habt es nicht gekauft. Dann hier immer noch Deadpool in der Raven-Variante plus Kuschelbeauftragte, auch in der Raven-Methode. Da muss ich sagen, sage ich immer noch, die 2000 V-Bucks lohnen sich definitiv. Da bleibe ich bei. Dann haben wir natürlich hier noch die Emote-Geschichte. Einmal der Gleiter, einmal die Pickaxe, einmal, genau, muss man sich eigentlich gönnen. Dann Chimichanga, Chimichanga. Und das war's eigentlich schon von den Paketen. Ja, gut, an alles gedacht. Aber ich würde sagen, hier die zwei Skins sind einfach eine 1 plus mit Sternchen. Ist einfach so. Aus dem Grund, sage ich ganz ehrlich, muss gekauft werden. Der muss gekauft werden. Ausgerüstet, weiter ausrüsten, weiter, weiter, weiter. Also ihr könnt euch schon mal auf den Stream morgen freuen, beziehungsweise gleich heute, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Also das Paket muss sich kaufen. Ist einfach so. Weil viel besser geht es eigentlich nicht. Hier die Pickaxe und Lackierung, ja, hier und der Tanz, da müsst ihr einfach wirklich sagen, müsst ihr euch selber entscheiden. Ist einfach so. Und warum konnte ich mir das Ganze kaufen? Genau, weil ihr meinen Creator-Code benutzt, weil ihr mich immer supportet. Und aus dem Grund muss ich schon wieder Danke sagen. Ich hoffe, euch hat das Shop-Video soweit gefallen. Wir gehen noch schnell rüber in Rette die Welt, gucken noch, ob da ein bisschen was passiert ist heute.
Und dann bedanke ich mich schon mal bei allen, die beim normalen Shop dabei waren. Und natürlich bei denen, die meine Videos wirklich bis zum Ende gucken, sind doch irgendwie mehr, als ich so innerlich gedacht habe. Also da muss ich erstmal auch da wieder Danke sagen. Es gucken einige die Videos bis zum Ende. So, schnell bei Google gucken, V-Bucks-Missionen. Gucken, ob wir da was Schönes finden. Fortnite, bla bla bla, Free V-Bucks. Natürlich nicht. Es ist ein geiles Skin-Paket, da gibt es natürlich wieder keine V-Bucks. Man kennt ja unser liebes Epic-Team. Da sind sie echt raffiniert. So, hat sich irgendwas im Shop getan? Oh, es gibt gerade. Oh, ich krieg mal gratis Lamas. So, Wert Gold. Möchtest du dazu jetzt was sagen? 26, ich brauche davon 6000. Habe ich ein zweites was drin? So, ab Gold. Gold? Ja! Es tut mir leid an alle, die jetzt kein Goldenes bekommen haben. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Oha, drei Überlebende. Das ist doch eine schöne Hausnummer. Die anderen kann ich eh nicht gebrauchen. Und in dem Sinne kann man mal so mitnehmen, ne? Schleuderhafel, Gruß geht raus. Kann man mal definitiv so machen. So, dann sage ich jetzt wirklich danke für alle, die da waren. Und in dem Sinne euch noch einen schönen Tag. Vielleicht bis gleich im Stream. Und haut rein.